Erster gegen 18. Tabellenführer gegen Tabellenletzten. Magdeburg auf dem Weg in Richtung Meisterschaft. Balingen schon abgestiegen. So riesig waren die Unterschiede vor diesem Duell. Zu Beginn des Spiels waren die Abstände aber gar nicht so groß. Balingen startete mit guter Energie. Aber dann kam Felix Klar zum ersten Mal plus 2. Vor Spielbeginn wurde bekannt gegeben, dass der Schwede seinen Vertrag bis 2028 verlängert hat. Der SCM präsentierte Maschinenhandball, Handball in Perfektion mit Tempo. Pettersson, Magdeburger Wurfqualität bei 100%, gnadenlos. Balingen stellte um auf ein 7 gegen 6, nicht fehlerfrei, aber sie hatten Torchancen, Wiestorup. Der SCM hatte ein paar Probleme damit. Rechnerisch Balingen schon abgestiegen, es geht nur noch ums Verkaufen. Magdeburg im Temporausch, Musche. Plus 10 war die größte Führung in der ersten Hälfte. Die 100% hielten bis zur 28. Minute. Halbzeitstand 22 zu 13. In die zweite Hälfte ging Balingen also mit minus 9. Aber in der zweiten Hälfte hatten sie auch mehr Tiefe. Ingersson. Zeitweise zeigten die Balinger, dass sie spielfähig sind in der Bundesliga. Zugriff bekamen die Gäste aber nie. Magnusson Pirouette am Mann mit 10 Toren, der Isländer erfolgreichster Torschütze der Partie. Der SCM dann mit kleineren Rotationen. Aggefors ging ins Tor, Damgard war mit dabei und auch Philipp Weber, sein 300. Bundesligaspiel. Glückwunsch! Zwei Titel sind bei Magdeburg schon drin, zwei sollen es noch werden, das war sichtbar. Und in der GTK Arena wurde jedes Tor gefeiert, als wäre es saisonentscheidend. Endstand 43 zu 29. Ich glaube, das beschreibt natürlich die heutige Verfassung von SC Magdeburg unglaublich. Mit welcher Konzentration, mit welchem Fokus sie letztendlich diese Sache angegangen sind heute. Haben wir fast erwartet natürlich. Sie sind im Endspurt der Saison, haben noch so viel zu erreichen und zu viel gewinnen. Und von dem her haben sie sich da heute nicht lumpen lassen. Wir sind zu keinem Zeitpunkt ins Spiel gekommen. Und dann ja, kriegt man dann nachher so ein Ergebnis mit minus 14. Ich muss ein Riesenkompliment zumindest an meine vier jüngsten Spieler machen, die des Jahrgangs 2002 bis 2004 heute sind. Mit dem Elias Huber, Tim Grüner, Tim Hildenbrand und am Ende auch noch Mischa Locher. Was die hier heute auf die Platte gebracht haben, ist für unsere Verhältnisse einfach top und schön zu sehen, weil es ganz viele auch eigene Jungs sind. Das ist das, was wir heute positiv aus dieser Geschichte mitnehmen. To win trophies looks good this year and yeah, I signed a long contract with Magdeburg and We're gonna have a good team for a for many years. So I'm happy here. So I'm looking forward to play here. Titel will er holen, der schwedische Europameister. Deshalb der lange Vertrag in Magdeburg. Er fühlt sich wohl. Drei Spiele noch, dann hat er zum ersten Mal den deutschen Meistertitel. Höchstwahrscheinlich. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.